Hi, hier ist der Reinhold. In diesem Buch geht es um die Schriften des Herrn und um ein mysteriöses und beeindruckendes Zeichen beim Ground Zero in New York. Und dieses Foto wurde von einem Christen aufgenommen, genannt Richard McCormick, Richard J. McCormick. Und es wird genannt der Engel des World Trade Centers. The Angel of the World Trade Center. Und was hat diese interessante Erscheinung mit auf sich? Und etwas weiteres, das mir beim Vorbeifahren aufgefallen ist, als noch die Wahlen liefen in Deutschland, es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit, steht auf diesem Plakat, und auf dem anderen rechts nebenan, für mehr Sicherheit. So war auch die Anordnung. Mehr Gerechtigkeit, mehr Sicherheit. Schauen wir mal in die Schriften. Wir gehen in das Buch von Paulus, den ersten Brief an die in Thessaloniki, Kapitel 5, Vers 1 bis 3. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde, denn ihr selbst wisset genau, dass der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Denn wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Vers 1 erinnert ans Alte Testament. Vers 2, hier spricht es vom Tag des Herrn, der kommt wie ein Dieb in der Nacht. Was sagt der Herr Jesus, wie er kommen wird? Und ich habe die Stelle für euch herausgesucht. Zum Beispiel im Buch von Lukas, Kapitel 12, Vers 39. Können wir das lesen? Dies aber erkennet, wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, so hätte er gewacht und nicht erlaubt, dass sein Haus durchgraben würde. Auch ihr nun seid bereit, denn in der Stunde, in welcher ihr es nicht meinet, kommt der Sohn des Menschen. Okay, wir müssen also wachen. Wie wachen? Wie der Hausherr vor dem Dieb in der Nacht. Okay, und nach diesem Video lege ich mich zu Bett. Mit Gottes Hilfe stehe ich auch wieder auf. Vers 3. Und wenn Sie sagen Friede und Sicherheit, ding, 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 kaching, da haben wir es. Dieser Vers aus dem Griechischen im Neuen Testament ins Deutsche übersetzt, könnte auch heißen, wenn Sie oft sagen Friede und Sicherheit, wenn Sie oft sagen, oft, oft Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über Sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere, und Sie werden nicht entfliehen. Was haben wir auf den Plakaten gelesen? Mehr Sicherheit, mehr Gerechtigkeit. Ja, ein bisschen verändert, aber im Grunde sagt es dasselbe wie die Schrift. Es passt zu der Schrift. Deswegen wollte ich es in dieses Video bringen. Oh. Vielleicht fragen sich manche, kommt die große Trübsal auch nach Deutschland? Weil das hier ist ja New York Ground Zero gewesen. Die haben aber schon zu der Zeit damals über Frieden und Sicherheit oft gesprochen. Und was kam zu den World Trade Centern? Plötzliches Verderben. Was kam zum Pentagon, Verteidigungsministerium, Gebäude? Plötzliches Verderben. Was kam in der ganzen Welt? Plötzliches Verderben. So, Gott lässt also nicht nur mit so Attacken oder Bombardierungen plötzliches Verderben kommen, sondern halt auch, er lässt halt auch die Naturkatastrophen durchgehen, weil die Zeit der Gnade, den Herrn Jesus ins persönliche Leben aufzunehmen, umzukehren, Buße zu tun, umzukehren zum Herrn Jesus, von Satan weg, diese Zeit rückt einem Ende zu, das Ende kommt. Und deswegen kommen ja auch die Geburtswehen der großen Trübsal. Hier sehen wir Geburtswehen der großen Trübsal. Hier sehen wir ein Bild von Satan. Ja?
Und hier sehen wir die US-Scheine, wie sie gefaltet und gedreht sind. Und zum Beispiel den 20er, den älteren. Da ist hier ein Gebäude, wo in Oklahoma City, genannt Alfred P. Murray Gebäude, bombardiert wurde, bereits auf die Scheine gedruckt, bevor es passiert war. Warum? Weil es Satans Währung ist. Und Jesus sagte ja, dass der Gott dieser Welt bereits gerichtet ist und die Gerichte kommen. Okay, also es ist, wie bereits Paulus gesagt hat, ihr habt es nicht nötig, von den Zeiten geschrieben zu bekommen. Ihr wisst genau, es kommt wie, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Was gibt es noch zu sagen? Ich versuche das so ausführlich wie möglich zu erklären, aber ich muss mich kurz fassen. Noch kurz diese Übersetzung hier. Dieselbe Form, Darstellung ist gefunden auf allen gefalteten Währungen. Stimmt nicht so richtig. Obwohl, da wo die Terrorattacken der Vereinigten Staaten drauf sind, ja. Bis auf den 1 Dollar halt, soweit ich weiß. Aber ich kann mich täuschen. Dann den neueren 20er, diese beiden sind dasselbe. Einmal die eine Seite, einmal die andere. Mit dem World Trade Center drauf und hier. So, das ist einfach nur zum Aufwachen da, dass der Jesus bald die plötzliche Verderben, die große Trübsal durchgehen lässt und er kommt zur Entrückung der Gemeinde. Und das ist die frohe Botschaft. Fragt man sich, welche frohe Botschaft? Plötzliches Verderben. Die frohe Botschaft ist die Botschaft deiner Rettung durch Jesus Christus und meiner Rettung durch Jesus Christus, was er für uns getan hat. Das ist die frohe Botschaft. Und an die wollen wir festhalten, uns drauf konzentrieren. Und natürlich fragt man sich jetzt, wir haben über plötzliches Verderben gesprochen und über mehr Sicherheit, mehr Friede. Kommt dieses plötzliche Verderben auch irgendwann mal nach Europa, nach Deutschland? Die Geburtswehen, kommen die Geburtswehen der großen Trübsal auch irgendwann mal nach Deutschland oder in die restlichen Teile der Welt? Und das steht im Buch der Offenbarung, die Apokalypse des Herrn Jesus Christus. Weil du das Wort meines Aushandels bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Und hier wird gesprochen von der Versuchung. Ich verstehe es so, dass es die große Drangsal gemeint ist, die Zeit der, eine große Zeit der Drangsal, wie der Herr Jesus gesagt hat, die es seit jeher, seit der Schaffung der Welt nicht gegeben hat und nie mehr wieder geben wird, finden wir in den Evangelien. Natürlich ist damit auch gemeint die Zeit von, na, ich hoffe, ich sage es jetzt bestimmt falsch, aber ich sage es trotzdem, Jakobs Drangsal im Alten Testament. Und dann haben wir noch die Versuchung. Natürlich perfekt angesiedelt im Buch der Offenbarung Kapitel 13 mit dem Mahlzeichen des Tieres. Also, es ist also krass, von was der Herr Jesus Christus spricht. Und die Bibel ist also ein Geschenk für dich und für mich, diese Dinge zu wissen und es ist schön, wenn wir diese Dinge wissen und den anderen weiter erzählen, damit sie aufwachen können. Aber nicht jeder will aufwachen. Das heißt, man muss es nicht jedem zweimal erzählen. Jemand, der davon wissen will, der nimmt es auf. Jemand, der davon nicht wissen will, dem braucht man es nicht zwei- und viermal sagen und Zeit vergeuden. Okay. Tolles Zeichen. Der Engel des World Trade Centers, Fotograf, fängt Erscheinung im Lichtstrahl von den 9-11-Tributlicht ein. Und wir wissen ja von den Zeitungen, dass halt so Fratzen von Teufel in den Rauchwolken ganz kurzfristig erschienen sind.
Und jetzt haben wir das hier. Den Herrn Jesus, der im Lichtstrahl erscheint. Und das ist für mich ein Zeichen. Und auf der Website von Daily Mail, auf der Artikelseite, das ist jetzt das Bild von YouTube, gibt es noch ein viel, viel besseres Bild von Richard J. McCormack mit besserer Auflösung als dieses hier. Und das solltet ihr euch mal reinziehen, mal begutachten. Und hier steht in einer Stelle geschrieben von Nancy Diaz, teilte die Sicht, dass jemand auf New York herabschaute und Helena Padgett sagte, der Herr ist mit uns und das ist einfach eine weitere Erinnerung. Es ist wunderschön. Es ist schön. Ja, der Jesus ist Emmanuel, er ist mit uns und er kommt. Das ist großartig. Das ist das, was mich ermutigt. Und ja, dieses Video soll eine Ermutigung sein und eine Ermunterung sein und ein Aufruf zum Wachen sein. Denn der Jesus ist mit uns und er wird bald kommen zur Entrückung der Gemeinde. Und wir haben ja von, haben wir bereits von Paulus gelesen? Das habe ich jetzt generell vergessen. Kapitel 10, falls wir uns fragen, woher der Jesus kommt, ist er in, kommt er von der Wüste aus, kommt er vom Himmel aus, kommt er von Wolken aus, kommt er von der Unterwelt, vom Hades, nach Deutschland. Ich möchte euch erstmal dieses Bild hier zeigen. Das ist das Bild von der Rückseite von einer Werbung, wieder Werbung. Und es hat mich halt erstaunt, der Titel davon. Von dieser Partei in Bayern, dieser Titel. Oben auf der Überschrift steht drauf: Politik aus dem FFF. Okay? Und worauf ich hinaus will, ist nicht auf das, was da steht, sondern was, wenn jetzt jeder Buchstabe alphanumerisch betrachtet auch eine Zahl hat. Wenn wir anfangen mit A bis Z und bei A anfangen mit der Zahl 1 und darauf folgen mit dem Buchstabe B und dieses B die Zahl 2 hat und das C die Zahl 3 hat und so weiter geht die Reihenfolge bis F. Welche Zahl hat dann F? A, B, C ist 1, 2, 3. Wenn du sagst 6, dann liegst du richtig, weil D ist die 4, E ist die 5 und F ist die 6. Also, wenn wir für F6 einsetzen, dann steht hier Politik aus dem 666 entziffert. Wieder die Agenda Satans. Okay, deswegen sagt auch die Bibel, Satan ist der Gott dieser Welt. Und Jesus ist, es passiert alles unter seinem Regenschirm. Und ja. Der Jesus sieht herab auf New York, er sieht herab auf die Welt und er hat ein Geschenk für dich und er hofft, dass halt auch du auf dieses Geschenk ab und zu mal herab siehst, drauf siehst, herumblätterst, es öffnest und so lernen wir den Herrn Jesus besser in unserem Leben kennen. Und der Herr Jesus kommt bald.